was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ich bin so geil. Was sind das für Leute? Kisch, du bist lustig. Mann, wenn wir dafür nicht in die Hölle kommen. Aber naja, so ist es eben, wenn man mit Greis Industries zusammenarbeitet. Die Hölle ist einem garantiert. Aber ist denn nicht der ganze Spaß? Der ganze Spaß ist es, in die Hölle zu kommen? Ich weiß ja nicht. Ja, die Leute sagen immer, da ist der Spaß. Gut, klar, im Himmel gibt's Golfkurse. Das klingt doch auch ganz nett. Gülfen? Gülfen mit Gary? So, ich baue jetzt hier mal das Ding um. So, bitteschön. Jetzt gib mir nochmal das Ding hier. Ich will mein Schmelzeratorium. Es ist wichtig. Wichtig und richtig. Wir sind richtig. Greis Industries. Wir sind auf der richtigen Seite der Macht. Wir sind richtig. Greis Industries, wenn sich böse sein absolut richtig anfühlt. So. Jetzt mache ich das hier so hin. Ach, warte mal, das geht jetzt hier gar nicht. Okay, das. Ey, diese. Am Ende wird's cool aussehen. Naja, aber wieder heißt sagen. Cool. Naja, das ist, was mir halt mit dem Spiel für Möglichkeiten gibt. Muss aussehen, als würden die schrecklichen Meerespiraten kommen und die Welt vernichten wollen. Na, ja, genau so wird's aussehen. Meerespiraten muss, vernichten die Welt. Es muss Industries-mäßig aussehen. Es wird Industries-mäßig sein. Leute werden sagen, Alter, wie dekadent kann man denn bitteschön Eisen schmelzen? Das werden die Leute sagen. Wow, wie widerlich dekadent kann man denn bitteschön Eisen schmelzen? Und dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn Leute vorbeikommen und das blanke Kotzen bekommen, dann weiß ich, oh, alles gut gemacht. Alles gut gemacht. So, und jetzt noch den letzten Ofen. Dann haben wir schon mal endlich Phase 1 des Schmelzeratoriums. Geht gar nicht. Ja, muss noch ein bisschen weiter nach vorne, der hier. Hier geht's, aber hier nicht mehr. So, es muss ja am Ende auch alles schön aussehen. Wenn ich jetzt angenommen, möglicherweise, vielleicht, eventuell, das nur halb baue, dann kann ich aber... Nee, never. Never, oder? Ich probier's mal. Nee, das wird nix. Das wird nix. Das muss mit Gruß nochmal gebaut werden. Also mit Gruß muss das gebaut werden? Mit Gruß. Groß mit Gruß. Warum geht das hier? Da ist ja... Achso, weil an der Ecke... Musst du nochmal bauen, aber diesmal mit Kusshand. Der Laden soll ja auch irgendwie düster sein. Weißt du, ich will auch, dass da kein Licht, gar nichts ist. Das ist so ein Gang des Schreckens. Oben sind dann die Mönche und beten den heiligen Schmelzofen an. Stell ich mir das halt vor. Geheiligt seist du, Schmelzofen der Macht. Heiliger Ofen. Heiliger Ofen. Geht das jetzt von unten? Ah Mist, da müssen auch noch Säulen ran. Das ist das nächste Problem, ne? Ja, ja. Säulen ist immer... Ich habe auch gerade so ein Säulenproblem. Da müssen ja noch die Säulen ran. Ah, die habe ich versucht auszublenden. Kjake, und die sind ganz schön teuer. Okay, wo könnte ich... Nicht günstig.
Warte mal. Vielleicht kann ich dann aber hier, wenn ich das ändere... Zerstören aber den ganzen Schmelzflair jetzt wieder, wenn ich da... Schmelzflair! Ah, das ist... Das ist jetzt ätzend. Das finde ich eh so doof, dass es sowas wie eine Statik gibt. Ich meine, für was, Alter? Für was? Das braucht doch kein Mensch, oder? Damit Männer wie wir. Aber wir wollen große Dinge bauen. Ich lieber das hier, oder? Oh, jetzt gib mir mal einen roten Teppich. Und hier will ich so... Ich will hier so einen pompösen Teppich. Einen pompösen Ösenteppich. So. Wenn man halt hier so dann so einen roten Teppich hat, da sind dann irgendwie Kerzen und Mönchsgesang. So, schauen wir mal. Das ist die Säule, die ich brauche. Ist das die Höhe, die ich brauche? Ja. Okay, hier kann ich jetzt... Da könnte ich dann das Dach hinmachen. Also ich brauche hier eine. Und hier eine. Kreis ist schon total abgetaucht in irgendwelche... Ich bin hier völlig... Ich bin hier im... Ich muss mal ein bisschen Material sammeln gerade. Hier taucht immer ein Fass auf. Das nehme ich doch mal mit. Es geht um der Kampf um den Fußboden da oben. Das ist ein Problem. Nein, das habe ich verbaut. Ja, das Problem ist hier die Zentral-Lörres-Säule. Ist halt schwer zu platzieren, ne? Die ist schwer zu platzieren. Da muss man auch richtig vorsichtig sein. Am zentralen Schnulli. Mann, ich will... Zentrale Schnullerloch. Das zentrale Schnullerloch. Hatte eine Entzündung. Ein eitriges Sekret kam aus dem zentralen Schnullerloch und störte mich. Auf meiner Reise durch die sieben Meere. Ja, yeah, so. Ha, 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 ha. Diese Balken nerven mich. Gibt's dafür eine Mod? Ich habe keine Nägel. Bau doch nicht die teuren Balken. Ja, die Wänder müssen so gut aussehen. Hässlich mach ich nicht. Ich habe die Philosophie, hässlich ist was für arme Leute. So. Wenn schon, dann die noblen, teuren. Warte mal, hier Fisch kann raus, das kann erstmal raus, Köder kann raus, Fisch raus. Ah. Kanone kann raus, Fleisch kann rein. Hm. Ich nur noch einen Balken. Einen muss ich irgendwie hier hinkriegen. Also müsste ich quasi eine Lücke zwischen den Schmelzöfen lassen. Oder eine halt vor den Aber ich hätte es gern lieber hinterm Schmelzi. Schmelzi. Der Schmelz. Oh, der gute Schmelzi. Mal, guck mal, ist das nicht der Josef Schmelz? Der Josef Schmelzer. Ist nicht Klaus Schmelzer? Aber mich beim Schmelzen verletzt. Hat der nicht einen fiesen Schmelzunfall gehabt, 72? Aber wir haben 1029 Foundations. Tja, dekadent, würde ich mal behaupten. Oh nein, ich brauche ein isotonisches Getränk, sonst bin ich tot. Schnell! Oh, knapp. Wie sieht's denn eigentlich da drin? Die haben schon wieder gar nichts zu fressen. Was fressen die denn weg? Ist ja furchtbar.
Die armen Tiere. Ich muss mich erst mal um unser Fressen kümmern. Beziehungsweise erstmal hier Materialien wieder auffüllen. Boah, die ganzen Tanks sind alle leer. Wir haben den Motor laufen lassen, alles ist leer gesaugt. Alles ist leer. Wir hatten hier mal so schön Treibstofftanks mit Reservesprit drin, alles weggesaugt. Das ist auch so ein Riesenproblem. Wir verheizen wie blöd. Wir brauchen eigentlich riesige Obstplantagen, damit wir irgendwann dein Lama-Bordell da erzeugen können. Apropos, haben wir nicht... Wir haben doch jetzt so einen... Wir haben einen Lama, ja. Du kannst daraus... Kannst es scheren. Zumindest Rucksack erforschen. Du kannst deinen Rucksack erforschen. Wie baut man denn das hier? Metallbarren, Scharnierschrott. Haben wir noch einen Barren? Ne, wir haben keine Metallbarren mehr, ne? Doch, klar. Im Lager. Hier im Metallbarrenlager ist es keins. Das muss. So, warte mal. Jetzt ist das hier... Metallbarren haben wir und Kupferbarren, aber keine Metallbarren. Das kann ich... Warte, ich guck gleich. Ich guck gleich. Ich muss erstmal hier... Anders kann ich es nicht bauen. Voll ätzend. Hier waren noch Bitcoins drin. Schrott haben wir, Hut haben wir. Da muss ich den eigentlich jetzt wieder nach... Warte mal. Kann ich... Wenn ich den jetzt abreiße, mach ich alles kaputt, ne? Ja. Ah, hier. Den muss ich irgendwie nach hinten ziehen. Wenn der da vorne steht, kriegst du ja einen Ekel. Ich hasse diese dämlichen Träger. Oh, ey, die Tiere sehen alle so traurig aus. Jetzt kann ich das scheren. Du musst mal wieder mit deinem patentierten Kreis Industries Handshake verwöhnen. So. Erstmal muss ich was trinken. So, und jetzt kann ich hier zumachen. Alter, so ein Schmelzeratorium zu bauen, da brauchst du ja 20 Folgen für. Naja, das ist nicht hier mal eben nebenbei gemacht. Aber du hast gesagt, ach ja, mach du mal, es dauert nur 10 Minuten. Ja, und da kommen dann diese ganzen Schränke rein und Fackeln und können wir... Nee, ich dachte eben, der wäre weg. Ja genau, die können... Hast du den gebaut oder hast du den gekauft? Gekauft, den kann man nur kaufen. Okay, dann brauchen wir mehr von denen. Weil die stehen dann wie so Jünger an der Seite und machen Schmelzeratorium. Schmelzeratorium. Der Schmelz. Aber dafür müssen wir halt auch erstmal teuren Fisch verkaufen wieder. Wir heiligen dem Schmelz. Meine Seele dem Schmelz. So. Aber guck mal, jetzt kommst du da rein, ne? Und du kannst es dir schon vorstellen. Hier der rote Teppich. Man kann es sich schon so denken, wie es dann aussehen wird. Man kann es sich schon ein bisschen... Die Kaminöfen, die Dinger laufen auf vollem Zug. An der Seite stehen die Sklaven. Ah, guck mal hier. Machen dieses Tank-Pritscheln. Weißt du, was ich meine? Dieses... Großer Rucksack, Lederweste. Leg dich mal hin, Mr. Ledrick. Aber einen Rucksack hätten wir schon längst bauen können, normal. Ja, aber wir hatten doch nicht das Material, oder? Hat uns da nicht auch irgendwie ein Lama... So, ja gut, das weiß ich gefehlt jetzt zum Forschen. Doch, sonst hätte ich ja schon längst geforscht. Nee, normaler Rucksack war schon erforscht jetzt. Echt? Ein großer Rucksack war noch nicht erforscht. Was brauchst du denn für so einen Rucksacken? Wo ist der denn, in welchem Reiter? Ja, da brauchen wir jede Menge Wolle für. Großer Rucksack, Seil, Leder, Wolle. Wo baut man den dann? Ah, hier. Bei Ausstattung, bei der Taucherbrille. Großer Rucksack, Alter. Wolle, Leder. Uff. Nee, guck, du brauchst doch für den kleinen Rucksack Wolle. Wir hätten es nicht machen können. Es war aber schon erforscht. Wir hätten ihn nicht bauen können, aber geforscht war es schon. Nein, eben stand, du hast ihn erforscht bei mir. Weil du brauchtest die Wolle und du musst ja immer alle Zutaten einmal erforscht haben. Ja, stimmt, Rucksack
Normaler Rucksack ist auch Leder und Dings. Deswegen, also wir konnten keinen machen. Hab ich vergessen, aber wie ich drauf geklickt habe. Oder weil, hä, aber ist ja voll dumm. Wozu brauchst du dann noch einen kleinen Rucksack, wenn der große Rucksack genau dieselbe Forschung braucht? Der große Rucksack, der kam erst später. Ja, ach so, ja, okay. Ja, und dann haben sie natürlich einen kleinen nicht rausgepatcht, so auf die Art. Wenn wir jetzt noch ein Ei hätten, könnten wir noch Paste forschen. Das war's dann, glaube ich, ne? Dann haben wir das alles. Das war's, ja. Dann haben wir alles geforscht. Und dann geht's halt darum, das einzige Ziel des Spiels ist dann wirklich, Tiere ans Äußerste zu treiben. Ich will auch irgendwie sowas wie ein Gourmet-Tempel, wo unten das Vieh ist, wo du sagen kannst, den da, und weißt du, dann, so, kommt, okay, dann ja. kommt der Butler und haut es weg. In der zweiten Etage wird er dann gestreichelt und in der dritten Etage kannst du ihn dann essen. Genau, sowas halt. Dass man halt hingehen kann und sagen kann, den Kameraden hier drüben. Und dann kommt einer mit dem Bolzengerät und pustet den weg. Oh, jetzt, wo ich so gesehen habe, der hat sich ja gar nicht gewehrt. Dann nehme ich doch lieber diesen. Der war aber auch ja, ziemlich ja. passiv. Tja, alle Kühe wehren sich nicht. Oh, na gut, dann nehme ich einfach nur ein Glas Milch von dieser Kuh hier. Der hat sich ja gar nicht gewehrt. Bisschen Material sammeln und einlagern. Das ist doof, dass wir nicht fahren, weil wir jetzt wegen dieser kleinen Popelinsel hier... Musst du uns raus buxieren. Da musst du Buchse lächeln. Ja, und dann brauche ich halt Farbe, damit das auch noch ein bisschen so farblich schwarz, verrußt, dreckig. Das muss nach Elend aussehen, was wir hier bauen. Die drei Säulen des Elends. Wir brauchen viel mehr Holz. Ich versuche uns gerade ein bisschen zu buxieren. So, und ich gönne mal hier noch ein bisschen. Haben wir doch noch? So, Wasser rein. Beep. And the beep. The bird and the bird. No. No, 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 no. So, wir sind wieder unterwegs. The beans and the birds. Ah, dann brauche ich ganz viele von diesen Dienern. Stelle ich mir dann hier so hin. Dann kommt man hier rein und huldigt dem Schmiedegott. Lord Schmier. So, das hätten wir jetzt schon mal hier. Müssen wir aber erstmal wieder ein paar Stunden fahren, weil wir kein Holz mehr haben. Ja, ich werde jetzt gleich die Bananenplantage mal hacken. So. Aber Alter, hier kommt keine einzige Möwe hin, hier dieser Hightech-Kollege. Der Hightech, der kommt nichts hin. Weil Leute haben gemeint, ihr müsst es überdachen. Das stimmt nicht. Weil ich hab das schon damals nicht überdachen können. Das geht nicht mit dem Überdachen. Doch, ich habe gesehen, wie geht. Hab gesehen bei Pudihai. Pudihai hat aufgemacht. Du Labermann. Das Problem ist nur, man muss auch hoffen, dass man genügend Bananensamen wieder bekommt. Ja, wenn man nicht mindestens einen Bananensamen aus dem Teil da rausbekommt, dann wird's kritisch. Ja, wir werden bestimmt noch irgendwo ein paar rumliegen auch. Du machst nur Laber. Ja, weil bald können wir eh nicht mehr tuckern, weil wir bald keinen Split mehr haben. Der Hai frisst da gerade deine Konstruktion hier. Wie, meine Konstruktion? Echt jetzt? Ah, jetzt zumindest schon einen näher dran gefressen. Ah, guck mal hier. Oh, wir haben auch keinen Honey mehr.
Wir haben hier aber eine Kiste, guck mal hier, die kleine Kiste hier vorne, da müsste noch voll viel Biotreibstoff drin sein. Ja, ich habe hier gerade schon was rausgeholt. Wir müssen Honig herstellen auch. It's all about the honey. Ey, ist der raus, der ist abgehauen. Aha. Erwischt. Not the bees, wie einst ein kluger Mann sagte. Und Nicolas Cage sprach, nicht die Bienen. Denn ihr könntet drauftreten und das wäre sehr unangenehm. Nicolas. Und der heilige Cage, er sprach, Achtung, nicht die Bienen. So, Wir könnten diese ganzen Palmendinger auch alle mal in Würfelchen verarbeiten. Und dann hätten wir halt wieder Cash, um uns mehr Diener zu holen. Ich meine, das Ding, wenn ich erstmal hiermit fertig bin, brauchst du natürlich noch ein cooles Dach. Ja, das kann ich natürlich so nicht lassen. Aber wenn ich erstmal ganz viele von den Vogeldudes dann noch habe, stelle ich die hier so an die Seite mit Kerzenleuchtern und allem. Das wird so richtig... Das wird satanistisch. Es wird satanistisch. Aber guck mal, die Kerzenleuchter sehen richtig fies aus. Ja, aber dann wäre das doch eher was, um dort Tiere einzusperren. Es muss nicht alles mit Tieren sein. Das ist halt so ein Unterweltschmiede. Dort wird das Gerät gebaut, das wir brauchen, um Tiere zu foltern. Ja, um Böses zu tun. Um Böses zu tun. Hier bauten sie die Geräte, um Böses zu tun. Und alles einfach mit Kerzenleuchtern zumachen. Dass da auch kein Sauerstoff drin ist, weißt du? Das ist so richtig schön Erstickungsgefahr. Ja. Jede Säule kriegt eine fiese Kerze. Heidonime, der heilige Gott, die dreieugige Ziege. Wir opfern ein Kind reiner Seele für Kreis Industry. Amen. Umgekehrt. Schmelz uns einen dicken Barren. Ha, heil Satan. Mein Dings bring alle, uns heute ich, das ne? Titan, mein das wir benötigen, um morgen Tiere zu quälen. Mein Titansucher ist, glaube ich, auch mittlerweile schon der zweite oder so aufgebraucht. Ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Titan. Oh, richtig schön dick Titan habe ich gesammelt. Ja, richtig du. Schön Titan, ey. Bisschen Ausschlag unterm Titanzipfel hier. So, wir sehen uns wieder in der nächsten. Da liegen die Titan immer oben auf der Rolle. Wir sehen uns wieder bei der nächsten bösartigen Folge. Heil dem Schmiedegott in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.